Moin, die Kammernfilme Dekora hier. Heute wieder mit Let's Do Was Sinnvolles. Let's Play Torchlight 2 im Koop mit Razzi und Cliff. Wir haben noch keinen Level gefunden, ne? Nee. Oh, muss es die in jeder Instanz geben? In den Tempeln gab es meistens irgendwo welche, die finden wir dann schon noch. Ich erinnere mich da ganz dunkel an eine Runde Torchlight 2, wo wir keinen Outlander dabei hatten und nur Pistolen gedroppt sind. Das haben wir dieses Mal nicht dabei, einen Berserker, und es droppen nur Einhandäxte. Ja, ich finde auch genug anderen Kram. Muss ja nicht. Das Spiel möchte uns was sagen. Das Spiel möchte uns sagen, dass wir den potenziellen vierten Mann hätten mitnehmen sollen. Aber der wollte ja nicht. Seine Chance gewesen, berühmt zu werden. Ich meine, es werden sich mindestens 4 Leute dieses Video angucken. Oh. Gehen wir sehr. Wo immer noch, das meiste, die euch schaut, wie immer noch Cora guckt ist. Ja, also. Immer noch. Das war ja auch einfach episch. Aber Pizzataschen gemacht. Nichts zu essen. Natürlich guckt man sich das an. Dafür wolltest du immer noch eine Fortsetzung drehen, ne? Wenn bei Zeiten mir meine tolle Rezeptidee kommt, die ich euch gerne vorstellen möchte, dann werde ich ein weiteres Cora-Koch drehen. Ich wäre für Cora-Brownies. Ja, nicht in dieser Hitze, da gelingen die nicht richtig, sondern fallen einfach nur zusammen. Das ist zumindest mit der letzten passiert. Sie gingen so schön auf und sind dann wieder zusammengefallen. Das ist einfach zu heiß. Die Butter wird nicht richtig steif wieder. Also die haben 3 Tage ausstehen gebraucht, bis sie annähernd fest waren. Und 3 Tage Video, wo ich Brownies filme, kommt mir da doch ein bisschen doof vor. So eine Zeitraffer, das wäre doch nicht schlecht. Errungenschaft freigeschaltet. Critter Crusher. Was auch immer ich gerade getan habe. Kleine Tiere getötet. Ja, das kann sein, dass die in einem Blizzard hier getroffen werden. Wow. Au. Oh oh. Level up. Ansonsten, ich finde die Bosskämpfe hier eigentlich recht schön designt. Das sind natürlich die richtigen Bosse. Nicht solche kleinen Dungeon-Bosse wie Mordox. Weil der für den ersten oder für den zweiten Boss eigentlich auch ganz nett war. Auf jeden Fall gibt es ein paar echt nette Mechaniken, ja. Ja. Nach unten habe ich auch nicht. Und ich denke, wir werden hier auch den Frillbot zeigen. Für alle die, die es noch nicht wissen, googelt es nicht, lasst euch überraschen. Oder googelt es doch und lasst euch nicht mehr überraschen. Macht, was ihr wollt. Ist uns egal. Wir haben hier hinten noch was nicht erkundet. Diverses noch nicht erkundet. Urne zum Beispiel. Nein, in der Mitte ist auch noch was. Ja, ich nur ein paar Ohren. Das
egal, ich würde es trotzdem halt gern für den Zuschauer die vollständige Karte haben. Ich bekämpfe hier, glaube ich, irgendwas, was ich gerade aufgrund dieser riesigen Säule in meinem Bild nicht sehe. Was habt ihr hier Schönes gefunden? Ohren. Uhr. Gegner. Noch mehr Truhen. Eine Bombe. Wenn wir reinrenne, ich trottel ich. Noch mehr Mobs. Oh, ein Boss auch noch gefunden. Kein. Uti. Ich gehe ein bisschen auf Distanz und Bombe. Den mit dem Schild mal. Danke. Oh, Legendary. Was? Ich habe was Orangenes gefunden. Ja, ich auch. Das ist ein Schild. Ich habe Stiefel gefunden. Einmal Stiefel. Tor des Häuptlings. Und ich habe ein Gewehr. Die Stammesangehörigen nennen diesen Schild das Tor, das sich nie öffnet. Ist eigentlich ein recht gutes Schild. Wenn es jetzt kein Schild wäre, würde ich es sogar anziehen. Das Gepäck eures Begleiters. Vielleicht sollte ich es anziehen. Ja, jetzt ich habe sogar Stiefel für unseren Kobra gefunden. Das wäre auch eine Idee. Zauberstab und Schild. Dann lebe ich vielleicht ein bisschen länger. Ich meine, prinzipiell trage ich meine Waffen zur Deko. So, Treppe nach unten. Ja, aber gerne doch, die Waffe. Oh. Einen neuen Zauber bekommen. Ich hab eine neue. Einen richtig netten neuen Zauber bekommen. Derwisch. Wo hast du den her? Hat, ist gedroppt. Derwisch 1. 10 Sekunden lang 30% erhöhtes Angriffs- und Zaubertempo. Eine Minute Abklingzeit, also wunderbar für Bossgegner und sowas geeignet. Oder größere Mengen von Viechdies. So, während ich auf euch warte. Ja, ja, wir sind nicht vergleichbar. Gibt's einen Schluck deutsches Markenwasser? Bitte keine Schleichwerbung. Dafür bin ich bezahlt. Marke. Ich weiß, wenn ich Markenprodukte trinken würde, das ist Wasser. Am besten hinter dir ist jetzt Wasserhahn. Vielleicht fragen, wo ist mein Tier eigentlich hin? Ach, da. Oder Mina ist noch in der Stadt. Ist schon wieder shoppen. So sind die Frauen, ja. Auch die Bulldoggen. Ich sah da hinten gerade dieses kleine leuchtende Etwas, das hier, und dachte mir so in meiner Diablo 3 mal die Schatzgoblin und musste erstmal proppen eine AE draufwerfen. Einfach nur, um ihn aufzuhalten. Nachdenken optional. Das war einmal Inventar sortieren. Ja, das kenne ich irgendwo. Ja. Das ist halt der Nachteil im Spiel, man muss sich mit allen möglichen Krempeln das Inventar dermaßen zu. Ja, es ist einfach nur Adamina war wieder da, also muss das Inventar neu sortiert werden, nämlich von mein in ihr Inventar. Wobei das Spiel ja durch seine Pets doch älteren Hackenslays wie Titan Quest insofern voraus ist, dass es ja, dass man graue Sachen einsammeln kann und dann verkaufen kann durchs Pad und nicht immer zur Stadt zurück muss. Ja, es ist also
Bei den anderen Hack and Slays bin ich irgendwann noch dazu übergegangen. Anfangs wurden da halt noch so bei Diablo blaues Zeug mitgenommen und irgendwann einfach nur noch gelbes. Also das wurde sogar nicht mal mehr angeguckt, sondern einfach, ist einfach gleich zum NPC gewandert, ohne drüber nachzudenken. Das hast du hier nicht, weil hier auch einfach blaue Gegenstände finden kannst, die besser sind als das Legendary. Einfach weil sie zwei Level höher sind. Stirb, 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 stirb. Stufenaufstieg. Da kommt keiner Heilbutt. Heilbutt. Heilbutt, der Heilbutt. Ja, dem Vieh kannst du da keinen Namen geben. Ne? Also, wenn man den Namen geben könnte, hätte ich ihn Bob genannt. Bob den Bot. Einfach nur, weil du es kannst. Ne? Schon klar. Nein, weil Bob ein ziemlich kurzer, griffiger Name ist, der man auch wunderbar rumbrüllen kann. Boss! Wow, unterwegs. Ah, dann probieren wir doch mal Derwisch aus. Der ist Gulasch. Gut. Probieren wir Derwisch nicht aus, weil ich die falsche Taste getroffen habe. Ja, jetzt kommst du wieder an, wenn der Bus kaputt ist, du Flieg. Effektive Arbeitsvermeidung. Von dem Vieh können wir was lernen. Wow. Derwisch an. Wir sind hier. Ja, jetzt habe ich aber diesmal den Derwisch-Zauber gefunden. Denke ich einfach durch. Und da unten gibt es so einen General. Ich kann jetzt gefrorener Gegner, bla bla Blitzstachel. Okay, da ich beides gut benutze, kann ich damit jemanden abfackeln. Ich mache dem noch also mehr Schaden. Ich mache Zusatzschaden an brennenden Gegnern. So. Hey, wartet auf mich. Bleib mir bloß ein bisschen Weg frei. So, ich glaube, wir haben alles gefunden und erforscht. Nee, da ist noch tatsächlich ein Raum unerforscht. Ja, der ist ja zum Glück quasi um die Ecke. Ha! Task habe ich jetzt gefunden, den Map gleich zurückzusetzen. Ja, und da finden wir dann den ersten richtigen Boss. General Grell. Au. Au? Der Moment, wenn du um die Ecke kommst und voll in die Mobgruppe reinrennst. Bin ich das, der die Mobs hier explodieren lässt? Nein. Ich habe Giftpfeile, die Gegner in Giftwolken explodieren lassen und es zerfetzt. Ah. Im Moment, wenn Kuros über seine Fähigkeiten nicht mehr ganz im Klaren ist. Ja, ich habe jetzt was Neues geskillt. Es hätte ja sein können, dass es damit auch zusammenhängt. Geheimraum!
Wo? Da. Sehr schön, wo wir noch drüber gesprochen haben. Ihr sollt Loot zurücklassen und nicht bomben. Ja. Wir sehen, kommen sie da nicht durch. Igel, nee. Ja. Nein. Das war schon so. Und aber dann ja. Der Standardspruch, ne? Ich war's nicht. Das war schon so. Der war schon explodiert, als ich herkam. Schon. Ich guck gerade in den Inventaren rum hier von vom Frettchen und von mir und ihr seid schon weg. Okay, dokli. Ich will da nicht runter, ich will da nicht runter, ich will da nicht runter. Ich habe ja ein paar richtig schöne Sockelsteine, aber die werden wir uns demnächst kümmern. So, sind alle da? Dann gehen wir rein. Jupp. Ich bin Samus. Ja, ich glaube, das bin doch ich mit hinten, dass die Gegner so explodieren. Ah, hallo Begleiter. Schön, dass du wieder da bist. Wie gesagt, ich habe eine Fähigkeit, die passiv Gegner explodieren lässt beim Sterben. Ja, wie gesagt, das scheint aber auch, kann ich aber auch zu können, dass sie in so einer kleinen Feuerexplosion hochgehen. Au! Das Viech hat mich schon wieder sowas von lieb hier. Achtung, Schildträger. Ja, also definitiv, meine Fähigkeit lässt sie auch explodieren. Gut. Das bedeutet, dass man sie immerhin nicht wieder erwecken kann. Mach meine Heilbutt wieder auf. Sehr schön. Orange Item. Yep, eine Faustwaffe. Awesome. Das ist ein Klassen-Item für mich. Sehr schön. Ja, ich habe Müll gekriegt. Jetzt ein Kopf, der... Ich habe Fernkampfwaffen schon. Das wäre doch wieder was für unseren... Ja, für die Vagant, genau, Klassen. Mal her, wo bist du denn? Yep, am Boss. So.
Vagant, da. Sehr schön. Engriff. Très chic. Oh, hier ist die Boss-Truhe. Ja, und ihr? Ja, wir allen. Andere Seite. Oh, Scheiße. Prozent mehr Feuerschaden. Das soll aufhören, mir guten Loot in den Kopf zu werfen. So. Ich misst muss aufgreifen. Jo, und damit haben wir die erste Hauptstory-Quest erledigt. Wir haben den ersten Wächter gerettet. Yay. Das Nessie-Ding hier ist der Wasserwächter oder Wächterin. Das ist jetzt unser Freund. Und dabei geht's in die Stadt zurück, wo wir jetzt erstmal Cut machen und unsere Inventare sortieren. Und wir hören uns danach wieder. Bis dahin. Tschüss.